7. Juli werden weltweit 24 Stunden lang 100 namhafte Rock- und Popstars wie zum Beispiel Red Hot Chili Peppers, Lenny Kravitz, Bon Jovi, Black Eyed Peas, um nur einige zu nennen, die werden für den Umweltschutz singen. Verena Vriet berichtet. Singen für die Umwelt. Nach Live Aid, wie hier zuletzt im Sommer 2005, kommt nun Live Earth. 24 Stunden Musikmarathon, um daran zu erinnern, dass es höchste Zeit ist, was zu tun, die Notbremse zu ziehen. Unser Bewusstsein für die Gefahren des Klimawandels zu schärfen. Initiator von Live Earth ist US-Ex-Vizepräsident Al Gore. Wir haben eine Klimakrise und das ist ein Notfall. Der Satz mag sich seltsam anhören für alle, die damit nicht ständig konfrontiert werden. Aber die Wissenschaftler haben vor zwei Wochen dazu aufgerufen, dass wir was tun müssen. Und zwar jetzt. An den Polen schmelzen die Eiskappen, an den Bergen die Gletscher und an den Küsten steigen die Meeresspiegel. Der neueste UN-Klimabericht enthält dramatische Zahlen. Schuld daran ist der Mensch, der zu viel Öl und Kohle abbaut. Prominente wie Musiker Pharrell Williams und Schauspielerin Cameron Diaz machen es vor, denken um. Ich fahre einen Prius, seitdem es ihn gibt eigentlich. Das ist das eine. Und genau das reicht. Wenn jeder von uns nur eine Sache in unserem Leben ändern würde, nur einen einzigen Aspekt, dann sind wir einen Riesenschritt weiter. Am 7. Juli geht es los. Über 100 Konzerte auf 7 Kontinenten. Die Auftritte sollen in 120 Länder übertragen werden und 2 Milliarden Menschen erreichen und uns so endlich wachrütteln, der Umwelt zuliebe. In Sri Lanka ist ein Elefant bei